目前受到气候变化的影响，在阿尔卑斯山脉，原本起支撑岩石作用的冰川开始溶解。斯蒂列格高山位于正在溶解的格林德瓦冰川附近，海拔1000米。这是2004年山区小屋的模样。一年之后，这里的情况却发生了重大的改变，整个山坡已经开始滑落，落下的碎石和岩石足有30万立方米。这些成千吨重的岩石在毫无阻力的情况下从山上滚落下来，掩埋了山下的一切，房屋受到了严重威胁，当地的居民也不得不撤离。如今这样的泥石流对阿尔卑斯山脉构成的威胁越来越大，泥石流是怎么流动的？流速又有多大？一路受到阻力为何这么小？地球物理学家裴里的脑子里存在着许多的问号。Wir wissen, dass die Moorgänge sehr hungrig sind. Und das heißt, sie müssen etwas fressen, um weit zu kommen. Das heißt, sie fingen klein an. Und wenn sie nach unten sich bewegen, sie nehmen immer mehr und mehr Material auf. Und das führt dazu, dass sie möglichst weit kommen. Interessanterweise ist, was am Schwanz diesen Ereignisse geschehen. Denn am Schwanz verlieren sie immer Masse.对这样的泥石流想要同时进行观测和记录谈何容易，因此科学家们在瓦莱一个河床上安置了一套测量仪器，其中录像机是用来记录泥石流发生的过程，激光仪、雷达装置和地面运动探头记录和提供泥石流的习性参数，如流速和泥石流的组成等等。裴里已经保存了所有这些物理信息，并把它和气候以及地形信息结合起来输进一个模型里，这可以让他计算并模拟出在不同地形发生的泥石流。这只是个开始，其最终的目的是画出危险区的地图。Sicher ein Problem ist zum Beispiel mit dem globalen Klimaveränderung. Denn mit dem globalen Klimaveränderungen wir glauben, dass unsere Schätzungen werden sich ändern. Vielleicht kommt mehr, und die Frage ist dann viel mehr werden kommen, um unseren 接下来请观赏古井贡酒特约之锵锵三人行。